Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim, die Unendliche. Und ja, wir sind hier noch immer in der Drachenfeste und in Weißlauf und wir wollen da jetzt endlich einmal was einkaufen beim Magier. Als nächstes kommt dann, das haben wir vor, mit dem Anführer der Gefährten zu sprechen, aber da gibt es ja noch einen Tempel, den wir noch nicht besucht haben und das werden wir dann auch machen. In letzter Zeit hat es den Anschein, als würde dieser verfluchte Konflikt jeden leidenschaftslos zurücklassen. Ich persönlich ziehe ja meine Bücher und Zaubersprüche vor. Ja, da hast du recht. Okay, Konflikt. Wir haben die Karte gesehen, die roten und die blauen Fähnchen. In der Magie wohnt eine gewisse Ruhe, meint ihr nicht? Das ihr braucht etwas? Sollen wir dich nochmal fragen, was es heißt, ein Drachenblut zu sein? Seid ihr dem Kaiservolk verpflichtet? Das frage ich dich mal. Wenn ich euch sagte, dass dies eine lästige Frage ist, würdet ihr wohl verstehen, was ich damit ausdrücken will? Okay, du Vermutlich bist nicht. Auf meiner Seite. Das Solange man mich in Ruhe meiner Forschungsarbeit nachgehen lässt, kümmert es mich nicht, wer die Befehle gibt. Das sehe ich ja Aber schon. Aber ich bin ein vielbeschäftigter Mann und eure sinnlosen Fragen langweilen mich zu Tode. Lebt wohl. Okay, na, ja, eigentlich sinnlos nicht. Was braucht nicht. Ihr? Was wisst ihr über die Schreie? Ja. Nun, ich weiß nur, was ich aus den alten Geschichten kenne. Das Schreien ist eine alte Form der Magie, bei der die Stimme eure magische Kraft nach außen trägt. Wenn ihr das Schreien beherrscht, müsst ihr die Grauwärter aufsuchen. Sie werden wissen, was zu tun ist. Okay, aha, was habt ihr zu verkaufen? Einfach so. Ich weiß nicht viel darüber. Ich kenne nur die Geschichten über die alten Helden, die sich der Stimme bedienten, um die Feinde von Himmelsrand zu besiegen. Es heißt, dass einst jeder Kaiser ein Drachenblut war. Das endete jedoch mit Martins Tod in der Oblivion-Krise. Die Graubärte können euch mehr darüber sagen als ich. Sie sind die Meister des Weges der Stimme und haben Tiber Septim höchstpersönlich ausgebildet. Okay, ist gut. Was habt ihr zu verkaufen? Komm. Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Okay. Bekleidung, goldener Ring brauchen wir nicht. Beschwörung 12% regeneriert sich. Novizenrobe der Illusion auch nicht. Tunika brauchen wir nicht. Schriftrollen, ja. Puh, Bücher. Okay, da sind wir, glaube ich, zu Hause. Beschworene Streitaxt. Beschworene Schwert. Beständiger Schutz erhöht den Rüstungswert um 60 Punkte. Und absorbiert bis zu 60 Schadenspunkte durch Zauber oder Effekte. Zauberspruch, was heißt das? Das müssen wir dann anwenden. Und ja, ich weiß nicht genau. Aber Eichenhaut, Eisstachel, Zauberspruch, Feueratronachen beschwören, Feuerblitze. Aha. Frostbiss, Frostfunken. Ah, Frostbiss, genau. Ein Kältestoß, der Gesundheit und Ausdauer 8 Schadenspunkte pro Sekunde durchführt. Frost, Frost. Flammen, Feuerrune, Feuerblitz. Aha, ja, das Frostbiss. Und warum ich da jetzt nachdenke? Ja, weil wir haben hier nur Blitz und Feuer, aber gegen diese Flammendrachen würde Frost ja gut kommen. Ja, wir nehmen das einmal. Frostrune explodiert auf eine in der Nähe befindliche Oberfläche, gewirkt wegen Gegner zu nahe kommen und verursacht 50 Punkte Frostschaden. Haha, Frostrune. Ja, wäre ja auch einmal was. Ja, egal, Funken, ein Blitz der Gesundheit, mag ich ja, furchtheilende Hände, heilt bei Zielen, die keine Untoten, Adronachen oder Konstrukte sind, 10 Schadenspunkte pro Sekunde, heilende Hände, das nehmen wir doch auch, ja, da können wir nämlich unseren Begleiter dann heilen, im Fall, Heldenmut, Hellsehen, haben wir schon, Kerzenschein, schwebende Lichtquelle, Lautlosigkeit 3 Minuten lang brauchen wir jetzt noch nicht. Leichnam wiederbelebt einen mächtigen Toten wieder und lässt ihn 60 Sekunden lang für dich kämpfen. Leichter Schutz.
Erhöht den Rüstungswert um 40 Punkte und absorbiert bis zu 40 Schadenspunkte durch Zauber der Effekte. Ah, Magierlicht. Niedere Untote vertreiben. Raserei, Schnellheilung. Heilt den Zaubernden um 50 Punkte. Na, wir können ja Schutzgeist beschwören. Seelenfalle, genau das wollte ich haben. Stirbt das Ziel innerhalb von 60 Sekunden, füllt es einen Seelenstein. Der ist ja so wichtig, ja. Und die Steinhaut steigert den Rüstungswert des Zaubernden 60 Sekunden lang, um sich immer so kurz Zombie erwecken. Puh, nein, wir haben einmal vorerst genug und... Okay. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Ja, Seelensteine hast du nicht zu verkaufen? Sorry, Leute. Wollt nur kurz einmal schauen. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden... Werft einen Blick darauf. Ja, sonstiges, oder? Seelensteine und das sonstiges. Gewöhnlicher Seelenstein. 448, ja na hallo. Kleiner Seelenstein. Ah, da schlagen wir zu. Das kaufen wir. Mächtiger können wir. Winziger Seelenstein, da kaufen wir auch noch gleich. Ja, noch einen und armseliger Seelenstein. Damit wir ein paar Seelensteine, gewöhnlicher Seelenstein. Einen nehmen wir noch. Und ja, Redekunst. Perfekt, haut schon hin. So, wir haben uns da jetzt mal ausgerüstet. Vergesst nie, dass euer Verstand eure schärfste Waffe ist. Das sagst du, ja? Wir haben ja auch eine... Fürchtet euch nicht, ob Drache oder Riese, wir werden mit allem fertig. Wir haben ja auch einen Schlachtplan. Ja, das ist eine gemütliche Runde hier, hä? Keiner redet mit dem anderen, egal. Wir hauen da jetzt einmal ab. Und schauen uns noch einmal kurz... Nämlich das Gebäude an auf der rechten, wenn wir da runterkommen. Das ist nämlich ein Tempel und da waren wir auch noch nicht. Und das schauen wir uns dann gleich an. Dann hätten wir, glaube ich, so im Großen und Ganzen Weißlauf durchforstet. Sind auch schon ziemlich auf Stufe 8, ja. Das wird nicht mehr einfach, weil ja, wir leveln so schnell. Und unsere Gegner nämlich auch. Deswegen... Alles in Ordnung? Müssen wir uns da schon anständig präparieren. So, da sind wir noch nicht gewesen. Tempel von Kühnaret. Okay, da schauen wir kurz rein. Ihr sucht meinen Gatten Nasem? Da seht ihr am besten im Hinterteil des Jalnar. Dort kriecht er derzeit für gewöhnlich herum. Aha, wieso suche ich denn? Die Männer sind doch alle gleich, die Götter euch segnen. Ja, die sind alle gleich, wenn du das sagst. Also diese Pauschalurteile. Und du? Ja. Der Altardiener Jensen. Ja, bitte. Gibt's irgendwas? Ja, bitte. Ja, bitte kann ich auch sagen. Und? Ja, bitte. Ah, das ist still. Da drinnen. Lesen, 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 lesen. Ja, ist ja klar. Ich bin so krank. Ich halte es ja kaum noch aus. Ach so, die heilen da. Was ist denn los, meine Gute? Ihr wirkt irgendwie abwesend heute. Hm? Oh, nun, um ehrlich zu sein, habe ich gerade an Nasim gedacht. Luft zwischen uns scheint immer größer zu werden. Er ist einfach so... Ich halte diese Schmerzen nicht aus. Selbstsüchtig. Alarm. Sind wir doch einmal ehrlich. Euer Gatte ist ein arroganter, herrschsüchtiger Hanswurst. Das sind doch die Worte, die ihr benutzt habt, um ihn mir zu beschreiben. Schon vergessen? Aber das ist nicht alles. Nasem ist wie besessen von diesem Bürgerkrieg, wie alle in Himmelsrand. Ich schwöre, der Krieg verschlingt uns noch alle. Jetzt aber, meine Gute, ihr müsst die angenehme Seite sehen. Wenn Soldaten die Stadt stürmen, stehen die Chancen nicht schlecht, dass euer Gatte dabei getötet wird. Nun, wenn ihr es so ausdrückt, rückt das die Dinge sicher ins rechte Licht. Aber genug der Träumerei. Ich danke euch, Danica. Okay, die hat sich jetzt Rat gesucht. Nun, bei einer anderen habt Frau. Habt ihr diesen elenden Hexenraben Nesselfluch abgenommen?
Achso, wir kennen uns ja schon. Nein, haben wir noch nicht und das dauert noch ein wenig. Wir haben da jetzt einen verwundeten Soldaten und der redet mit uns nichts. Okay, ich glaube, wir können uns da heilen lassen. Ich halte das nicht auf. Lass es aufhört. Schlafen. Was heißt denn das jetzt? Ist das böse oder gut? Ihr sucht meinen Danke. Gatten Nazem? Wer seht ihr am besten im Hinterteil des Jalna? Okay. Dort kriegt er der Zeit für gewöhnlich herum. Ja, lass es sein. Komm, Mädel. Und Schrein von Kyonet. Ah, noch ein Schrein. Andere Segen entfernt, alle Krankheiten geheilt, Kyonet Segen hinzugefügt. Jetzt schauen wir mal, was das bedeutet. Magie. Und wir haben ja da die aktiven Effekte. Kühnere Zehen steigert die Ausdauer um 25 Punkte. Ah, ja. Den Magierstein kennen wir. Frostresistent sind wir so und so, weil wir Nordblut haben. Gesundheit verstärken, beschlagene Rüstung der Gesundheit. Schreie verstärken, Amulett von Talos. Genau, das haben wir angelegt. Und zweihändig verstärken, da haben wir einen Ring, ja. Ring des schwachen Hiebs. Okay, nicht schlecht. Und gleich noch einmal. Das geht, ja, immer wieder. Fertigkeiten, wir schauen mal. Wir sind bei 125, 130 und 170. Ja, cool. Cool, man. Und wir haben die Kapuze noch gar nicht auf. Okay, als nächstes gehen wir da raus zu den Gefährten. Ja? Ist das... Weißlauf, okay. Es gibt nämlich auch, wenn wir gut ausgeruht sind, einen Bonus. Ich glaube, wir leveln dann um 10%. Ja genau, wir werden dann auch schlafen gehen kurz. Also das war jetzt die Ausdauer und das Schreien von Talos. Andere Segen entfernt, alle Krankheiten geheilt, Talos Segen hinzugefügt und wir schauen jetzt kurz einmal nach wieder. Was das bedeutet, Actalos, Amulett von Talos und der Magierstein, Gesundheit verstärken, Schreie verstärken, zweihändig verstärken. Aha, Talos Segen ist die Wartezeit zwischen Schreien vermindert sich um 0%. Wir haben ja das Amulett von Talos, also Talos heißt Schreie verstärken. Gut, wir werden dann das wieder revidieren. Ist der wahre Gott, der ja, der quatscht schon wieder da hinten. Wir werden dann darauf gehen und eben suchen. Nämlich sprich mit dem Anführer der Gefährten. Das werden wir als nächstes machen. Okay Leute, in diesem Sinne, ich denke ja, wir sind jetzt mit Weißlauf einigermaßen fertig bei Video. Ha? 35, 36. Okay, das nächste heißt dann, ja... Mitglieder der Gefährten werden. Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wenn ihr Spaß hattet und am Laufen bleiben wollt, macht ein Abo. Wenn nicht, dann sagt es ihm nicht weiter. Euer Doso. Ciao.